Wir benutzen diese Chance, um Ihnen ein absolutes Highlight, eine historische Stunde zu zeigen. Das 147er Break, das Maximum Break von Ronnie O'Sullivan in seinem ersten Vorrundenmatch gegen Marco Fu. Am Ende hat Ronnie O'Sullivan verloren, lag auch hier schon hinten mit 2-4. Aber das spielte noch nicht einmal die Rolle. Ronnie O'Sullivan gehörte ja schon zu den Spielern, die es geschafft hatten, hier in Sheffield bei der Weltmeisterschaft ein Maximum Break zu spielen. Das war auch gleichzeitig das letzte in der WM-Geschichte. Vor 6 Jahren, 1997. Und dieses Break damals, das war auch das bisher schnellste der Geschichte. 5 Minuten 20 Sekunden. Perfektes Snooker. Sie sehen den Snookergott bei der Arbeit. Viel Spaß. One. Eight. Nine. Sixteen. Forty-one. 56. 57. 64. 65. 72. 73. 80. 81. 89.
96. Four, 104, 105, 112, 113. 122. Settle down, please. 125. 140. Der perfekte Frame, das Maximum Break, 147 Punkte. Mit 6 Minuten 30 Sekunden das zweitschnellste in der Geschichte. Und die Konkurrenten, die Kollegen, der Schiedsrichter, alle gratulieren. Ronnie O'Sullivan war der erste Mensch überhaupt, der es geschafft hat, zum zweiten Mal hier im Crucible Theater von Sheffield ein Maximum Break zu spielen. Und der Lohn dafür kann sich auch sehen lassen. 147.000 Pfund die Sonderprämie und 22.000 Pfund für das höchste Break, macht zusammen 169.000 Pfund.